Menschen wahrscheinlich gerne. Das ist schön gesagt. Was also mich von vornherein begeistert hat, ist, dass es einfach ganz viele Möglichkeiten gibt, auf Kinder zuzugehen, die unterschiedlichsten oder auch im Grunde die gleichen Themen mit unterschiedlichen Kind entsprechenden Methoden anzugehen. Das gefällt mir ganz gut. Und ja, ich mache ja selber auch schon einige Zeit an mir selber diese Arbeit, und da jetzt auch für mich selber nochmal Wege zu sehen, mir auf die Schliche zu kommen, ja, im positiven Sinne. Das ist das, was mich daran fasziniert. Und ich habe auch beim letzten Mal hier gesessen und hatte also fast Tränen in den Augen, weil ich mich so gefreut habe, dass ich jetzt wirklich weiß, dass das das ist, wo ich mit umgehen kann, wo ich Kindern einfach was vermitteln kann, dass es ihr Leben ist und wofür ich in die Schule gehe. Weil den Satz, Kind, das tust du ja nicht für mich, das tust du ja für dich, da habe ich als Kind immer gedacht, ich gehe für dich in die Schule, ich wüsste tausend andere Sachen zu tun. Ja? Also so, und also da wirklich dem Kind in der heutigen Zeit nochmal viel mehr zu zeigen, hey, das ist echt wichtig. Ja? Und dann kannst du wirklich das machen, wo du Spaß dran hast. Also das ist das, was mich antreibt. Mein Name ist Dagmar Fey, ich bin 56 Jahre alt und habe bis vor kurzem als Friseur gearbeitet und habe da eben auch durch den Kontakt mit vielen jungen Müttern, ich bin selber Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern, mitbekommen, was da eigentlich für ein Stress ist, welcher Druck da ist, also auch schon, wenn die Kinder noch gar nicht in der Schule sind. Und dann war das schon seit vielen Jahren für mich ein Bedürfnis, was mit Kindern zu machen, habe mich aber nie getraut. Und jetzt kam eine Krankheit dazu, die mir so ein bisschen den Stups in den Hintern gegeben hat, mach das jetzt. Und dann kam auch gleich die Ansage in Facebook, also die Werbung für IPE, und das habe ich mir durchgelesen. Und dann habe ich gedacht, das ist genau das, was du suchst. Ja, und habe angerufen und habe mich angemeldet. Ich freue mich drauf. Also es ist einfach, ja, es geht weiter, ich erfahre wieder was Neues, und es ist eine gute Atmosphäre mit den Menschen. Es sind einfach gute Leute da. Ich dachte, es ist eine große Gruppe, was ich am Anfang als, ich war überrascht und habe gedacht, naja, ob das mal gut geht. Aber es ist gut gegangen und ich finde es auch sehr gut. Also diesen Austausch mit vielen verschiedenen Menschen im Üben, die unterschiedlichen Coaches zu haben, das macht schon Sinn. Ja, das stört also überhaupt nicht, also mich nicht. Wie soll ich das sagen? Also er ist so ein Typ Mensch, mit dem komme ich klar. Er ist locker, er ist direkt, er kann zuhören, aber er setzt auch Grenzen. Also wir sind halt so, da sitze ich da, das weiß ich auch von mir selber, und habe so dieses innere Bedürfnis, ich muss jetzt sofort was sagen. Ja, ich habe da jetzt so diese Eingebung, dass ich da jetzt was zu sagen muss. Und dafür steht das aus meiner Sicht wirklich, entweder mal sagen, stopp jetzt gerade nicht gleich, oder aber dir dann auch zuzuhören, und dann hört er dir auch zu. Also das ist einfach, man fühlt sich nicht zurückgesetzt, also ich fühle mich nicht zurückgesetzt von ihm und wertgeschätzt, und ich weiß, wenn ich dran bin, komme ich auch dran. Ja, also das ist, fühlt sich für mich gut an. Also ich komme mit seiner Art lustig und trotzdem kompetent, komme ich gut zurecht.